Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und falls noch nicht geschehen, abonniert gerne den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Gut, wir sind umgeskillt. Wir sind vorbereitet. Wir haben alles, was wir benötigen. Wobei, haben wir wirklich alles, was wir benötigen? Nein, wir haben noch nicht alles. Pass mal auf. Wir haben vor allem dieses tolle Chat-Window. Toll. Ah, Wahnsinn. Wer ist auf diese grandiose Idee gekommen? Wir brauchen noch 5 Äste. Dann können wir mal der Kette ein bisschen machen. 5 Äste. Genau 5. Nicht mehr und nicht weniger. Dann lohnt sich's vielleicht doch, die ein bisschen zu verprügeln, die Leute. Wenn wir unterwegs sind. So. Ganz langsam wird's hergestellt. Können wir hier die Splitter des Unerfüllten sammeln. Da freue ich mich doch drüber. So. Der Kettos Kuss haben wir dabei. Warum erscheint der Chat jetzt eigentlich? Schreibt ihr die ganze Zeit was in diesem blöden Chat jetzt, oder was? Ach toll, ihr seid ja echt Nasen. So. Ab in den Vulkan. Abfluch. Hallo Vulkan. Hallo Bombardin. So, jetzt würde ich ganz gerne eigentlich auf mein Rad. Ah, musste erst laden. Oh ja, schön. Ich bin ja gespannt, was die an Lebenspunkten jetzt haben. Ich stell den einfach mal so random hier auf, das ist ja wurscht. Gucken wir mal. Oh, der hat 7000. Nice. Nice. Also die lohnen sich auf jeden Fall zu farmen. Der Typ hat 7000 Leben. Na, da schaue ich mich doch glatt nochmal ein bisschen weiter um. Oh, ich habe die Sandsturmmaske ist dabei. Sehr gut. Da schaue ich mich doch glatt noch mal ein bisschen weiter um. Ja, der soll die mal knüppeln, der Heker. Ja, das ist die falsche, aber kannst du machen, wenn du willst. Die andere sollst du knüppeln. Und bitte währenddessen nicht in die Lava fallen. Hey, was ein blöder Chat. So. Er geht aber auch nicht aus. Das ist dämlich, aber... Ach toll, jetzt haben wir den... Ja, jedes Mal, egal ob ich in dem Channel bin oder nicht, wenn was geschrieben wird, der Chat springt an. Super. Selbst wenn man deaktiviert. Alles versucht. Funktioniert nicht. Naja. Naja. So. Du mitkommen. Hallo Helios. Du mitkommen, du rein. So. Perfekt. Wir brauchen ja auch Bogenschützen für die Basis. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Einfach mal den Boden looten. Den Boden kürschnern.
oder Vergöttern, was auch immer. Weiß nicht, wie man das nennt. Wenn man mit einem Religionsitem draufballert. So, schönen guten Tag, die Damen und Herren. Da ist wieder der Essel. Der hat mir den Hintern gerettet, der Essel. Ist ein guter Kerl. Vielleicht stelle ich mir hier noch einen Brunnen irgendwo hin. Wäre wahrscheinlich keine allzu blöde Idee. Ich möchte mich auf jeden Fall hier jetzt noch ein bisschen weiter umschauen. Mal gucken, was hier noch so kreucht und fleucht. Da ist ein super feiner Kerl, der super Zeug im Angebot hat. Ja, ja. Sehr sympathisch auch. Günstige Preise. Hashtag Dauerwerbesendung. Dann muss man ein bisschen aufpassen hier. Da geht es nämlich runter, wie es scheint. Ich hätte eine Fackel mitnehmen sollen. Oh nein, 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 nein. Ja. Da knüppelt wieder einer alles weg. Ja, wobei, eigentlich ist ja nicht schlimm, ne? Aber warum mache ich jetzt so viel weniger Schaden gerade mit der Axt? Also vorher habe ich mehr gemacht. Oder wurde die vielleicht falsch berechnet und mit dem neuesten Update, das da kam, wieder geändert? Das könnte natürlich rein theoretisch sein. Ja, ich finde die gerade nicht ganz so effektiv. Vielleicht doch wieder auf die Dolche umsteigen. Aber mit denen treffe ich halt nichts, ne? Wenn die am Boden liegen. Ja, genau. Da, wo das Rad der Schmerzen steht, ein Brunnen hin. Ja. Genau so war es gedacht. Ja, damit mache ich halt überhaupt keinen Schaden. Mein Abholtemesser habe ich nicht dabei. Ich könnte nochmal die Axt versuchen. Aber ich glaube, auch die bringt uns hier nichts. Nee. Na, dann spielen wir wieder Golf. Oh, wobei, ich glaube, den treffen wir nicht. Wirklich. Ah, es wird Tag. Okay, jetzt sehen wir gleich wieder was. Brauchen wir doch keine Fackel. Aber wir sind falsch gelaufen. Wir wollen eigentlich da vorne runter. Oh, wie gerne würde ich dich, oder hätte ich dich jetzt in die Lava geboxt. Warum auch immer du zur Lava runtergelaufen bist, vielleicht wollte er mal gucken, was da so los ist. Standard Game. Ja, genau. Das ist das Standard-Game. Kiste ist der Entbeiner. Du kommst mit. Ist mir wurscht, ob ich dich schon habe. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon? Habe ich den Ja, den Entbeiner habe ich schon, ne? Kann er dann Haarwechsing anbieten oder so? Dass dann das Entbeinen neu definiert. Ja, ja, ich habe jetzt beide zweimal, glaube ich. Oder vielleicht habe ich ihn sogar schon dreimal, den Kistis. Schauen wir mal. Das ist Eri. Kistis, Kistis. Eri haben wir zweimal und den Entbeiner haben wir zweimal. Wunderbar. Bin ich jetzt nicht so begeistert davon, ehrlich gesagt, dass man manche T4-Sklaven doppelt holen kann und dreifach und vierfach theoretisch, aber naja. Sind Zwillinge. Hauptsache er hat nicht zweimal einmal, genau. Sind Zwillinge. Das ist in Ordnung.
Zwillinge mit demselben Namen. Die Eltern meinten es gut mit ihnen. So, Schweinsbraten und dann geht's los. Dann geht's los, die wilde bayerische Farmaktion. Ja, Kruzifix. Ja, grüß dich gut. Ja. Die bringen angeblich Holz. Ja, die bringen tatsächlich Holz. Mit dem unerwünschten Nebenprodukt rote Schildlaus. Boah, dieser Chat nervt mich. Man sollte ihn ausstellen. Oh. Komplett ausstellen. Aber geht nicht. Weil neuerdings nicht nur Funcom Bugs patcht, sondern auch andere. Weil ihr gebt mir echt auf den Sack mit dem Chat. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Dieses blöde Fenster, das hier immer auftaucht. Und das ich verdammt nochmal nicht wegmachen kann. Und dann diese dämlichen Gespräche auch noch. Wie soll man sich unterhalten? Keine Ahnung. Nee, macht mal. Ist egal. Ich bin eher genervt von der Mod. Ich bin eher von der Mod genervt, die es nicht mehr zulässt, dass ich diesen blöden Chat komplett ausblende. Nervig. Verstehe ich auch nicht, warum man den ändern musste. Hat doch super funktioniert bislang. Hat doch prima funktioniert eigentlich. STRGT und weg war das Ding. Bis du geportet bist. War super. Bislang. So, jetzt schauen wir mal. Hat sich jemand den Alchemisten geholt, den Vierer? Den wir letztes Mal hier gefunden hatten? Scheint weg zu sein. Hat sich jemand geschnappt? Sorry, dass ich deine Community unterhält. Also sonst haben sich nie so viele Leute unterhalten. Ja, knüppel mal weg. Knüppel ihn um. Vielleicht bin ich schnell. Oh. Vielleicht bin ich schneller. Oder auch nicht. So. Nein, nein, versteht mich da bitte nicht falsch. Ihr könnt da ja nichts für. Dass die Modmacher da irgendeinen Schmarrn eingebaut haben. Das ist wie diese neuen Designs auf YouTube und Twitch. Braucht auch kein Schwein. Niemand fragt nach einem neuen Design. Aber trotzdem wird's gemacht. Warum auch immer. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weniger Ausdauer nehmen sollen und dafür ein bisschen mehr Stärke. Jetzt haben wir den Salat. Sag ich doch. Jetzt haben wir den Salat. Heka, knüppel sie weg. Mach sie fertig. Wie sie da steht. Triumphierend. Oh, wenn die wüsste, dass ich gleich ihren Leichnam der Ketto zuführe. Oh, das wird jetzt. Ah, das wird jetzt echt blöd. Das wird jetzt doof. Weil wir ja hinkommen müssen jetzt erstmal. Zu unserem Leichnam. Und dazu muss das Geruckel aufhören.
muss ich jetzt mal eben gucken, dass ich mir irgendeine Rüstung schnell hole. Oder baue. Die Resistenzen auf Kälte gibt. Wärme. Die müsste es ja tun normalerweise, ne? Haben wir halt nicht komplett jetzt da. Komm, den Fadi-Rock nehmen wir auch noch mit. Weil es so schön ist. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist nochmal eine Sandsturmmaske. Kann man hier nicht herstellen. Müssen wir hier machen. Oder habe ich die nicht mehr gelernt? Doch. Leichte Helmpolsterung. Sowas Blödes aber auch. So was Doofes. Genau. Leichte Helmpolsterung und Stahlbarren. So was Doofes aber auch. Oder ist es gehärteter Stahl? Ich guck mal. Ich hasse es zu sterben. Okay, gut. Dann halt ohne. Okay, wir versuchen uns durchzuschlagen. Ich hoffe, das klappt gleich. Ich hoffe, das funktioniert gleich. Geknüppelt müssten ja jetzt alle sein, theoretisch. Eigentlich müsste ja alles weggeknüppelt sein. Sehr heiß, extrem heiß. Ja. Ja. Vielleicht hätte ich ein bisschen Eis mitnehmen sollen. Ah, das geht schon. Wir verlieren kaum Leben. Oder habe ich jetzt die falsche Rüstung angezogen? Nö. Oh. Oh. Mit einem Hitzschlag ist nicht zu spaßen. Ah, nur noch extrem heiß. Run, Forest, run! Ja, alles gut. Alles gut, das läuft. Oh, Hitzschlag! Warum eigentlich hier plötzlich wieder Hitzschlag? Ich glaube, wir haben die falsche Rüstung an, ne? Ich verwechsel das immer. Oh, da ist noch einer umgefallen. Ich hab's genau gesehen. Alle tot. Und er knüppelt noch die letzten Leute weg. Sehr schön. Ne, ist sogar die richtige gewesen. War die richtige Rüstung, aber irgendwie doch vom Schutz her nicht ganz so prickelnd. So, aber jetzt passt's wieder. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt trinken wir gleich ein Schlückchen und dann sind wir wieder topfit. Das wollen wir noch. Und das wollen wir noch. Und das wollen wir noch. So, was hast du mir denn schönes geknüppelt, junger Mann? Kämpfer. Folge mir.
Achso, die sind noch bewusstlos. Hm. Na gut, dann spielen wir ein bisschen Golf. Ah, es geht sogar. Dadurch, dass die gut trifft, die Axt, passt das schon. Na, die könnt ihr euch behalten. Ich glaube, den Dreierkämpfer nehme ich jetzt auch nicht mit. Es sieht wirklich aus, als würde sie Golf spielen. Es wäre jetzt noch schön, wenn die ganz weit fliegen würden. Das wäre super genial, aber... So wie die Nashörner. Die fliegen ja auch immer so schön weit. Oh, 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 oh. So, das kommt weg. Das setzen wir auf. Na, gucken wir mal, was hier sonst noch so los ist. Hallo. Daneben. Ich hätte ihn jetzt eigentlich schon ganz gerne zum Knüppeln, den Kerl. Aber gleichzeitig auch zum Kämpfen. Mensch, wäre das schön, wenn einfach alles funktionieren würde. Also Heka macht das schon gut. Okay, die ist in den Boden gebackt. Lass mal liegen. Ich meine, der soll einfach mal die Leute niederknüppeln. Und dann schauen wir mal, ob wir sie mitnehmen. Und zur Not müssen wir sie halt mit der Axt nachbearbeiten. Ist ein bisschen ineffektiv, aber... Weiß nicht, wie ich es anders lösen soll, ohne dass ich ihm jetzt die Waffe nehme. Aber eigentlich sind wir eh nur zum Gucken da. Das heißt, wenn er die jetzt zu Tode knüppelt, dann soll er es einfach machen. Wäre ganz cool, wenn hier noch irgendwo Handwerker wären oder so. Hallo. Der eine greift gar nicht an. Der lässt sich einfach niederknüppeln. Ah, der Dreierkämpfer greift an, lustigerweise. Was ist jetzt? Denkpause oder was? Kurzer, brüchiger Frieden. Ich nehme den mal mit, den Dreierkämpfer. Hey, Offi! Grüß dich. Wie geht's dir? Ha,
Ach, der Vulkan ist schon schön. Ich weiß noch, wie ich damals das allererste Mal in diesen Vulkan gegangen bin. Das war schon sehr episch. Er wirkte damals so extrem bedrohlich. Man wusste, wenn man hier hinkam, hier ist die Kacke am Dampfen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es hier sehr heiß ist. Das hatte schon was. So, jetzt werden wir gleich wieder angegriffen. Jawohl. Na, hier bauen wir uns auf jeden Fall noch irgendwie einen Brunnen hin oder so. So, einer hätte theoretisch noch Platz. Einen könnten wir noch unterbringen. Ja, mir geht's auch gut. Einer würde noch reinpassen. Jetzt muss ich nur mal schnell schauen. Ich wollte eigentlich eh mal diesen Weg ausspähen zum Dungeon runter. Das ist ja ein bisschen anderer Zugang, den wir hier gewählt haben. Oder den wir hier wählen, besser gesagt. Finden die Bewohner natürlich nicht ganz so doll. Ich möchte den Weg jetzt mal ablaufen. Oh, eine Truhe. Meins. Da unten konnte man, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher konnte man da unten hervorragend Sklaven farmen. Und ich habe irgendwie so die Befürchtung, wenn wir da jetzt runtergehen. Ach, guck mal, da hat jemand einen Weg gebaut. Ah. Da hat jemand einen Weg hingesetzt. Aber ich habe das Gefühl, Heka wird es nicht mehr lang machen, wenn wir diesen Weg gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er überhaupt den Weg, den normalen Weg schafft. Oh nee, den schafft er never ever. Der geht mir da sowas von drauf. Garantiert, dass der in die Lava rennt. Hat er irgendwas Teures dabei? Nee, nur die. Ja, wohl eine epische Rüstung, ne? Oh, nee. Nee, sicherheitshalber. Ach, du warst das, Winzer. Die wussten, dass du Looter bist, daher wollten die dich aufhalten. Ach so. Nee, das ist mir gerade. Der verreckt mir. Der rennt in die Lava und dann ist er tot und dann ist die epische Rüstung weg. Das ist uncool, wenn das passiert. Da müsste ich mal ohne Heka kommen. Und vielleicht wurde auch der Bug mittlerweile gefixt, aber ich traue dem Ganzen nicht. Traue niemals diesem Spiel. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist das, dass ich hier diesem Spiel nicht trauen sollte. Ne, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wir nehmen unseren epischen Loot mit. Unseren epischen Sklaven-Loot. Nein. Achso, sind drei. Passt. Super. Ja, der bleibt hier, der Eri. Der bewacht. Haben wir ja öfter. So. Alles rein. Er schleppt die Leute mit. Er schleppt sie ab sozusagen. Und dann gehen wir heim. Dann gehen wir erstmal heim. Und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön für eure Unterstützung. Macht's gut. Ciao.